Hi, ich bin Elke und heute habe ich euch was mitgebracht. Sieht ja erstmal ein bisschen spannend aus. Frisch vom Flohmarkt. Ich war nämlich ziemlich erstaunt, dass ich das hier gefunden habe, weil ich kenne diese Dinger nur von englischen Reenactment-Messen und fand es eigentlich ziemlich cool, dass sowas hier zu finden. Und zwar, tja, was könnte das sein? Kommt aus dem, also um 1860, 70, fängt sowas ungefähr an und denke ich, dass es anfängt. Es kann auch sein, dass es früher geht, weil das was ist, was, ich sag's mal, das Bürgertum benutzt hat, aber eben auch die Bäuerin. Und zwar muss man sich vorstellen, wenn die in die Kirche gegangen sind, hat der Pfarrer in der Regel ziemlich lange Predigten gehalten. Und im Winter ist es halt kalt und die Kirchen waren auch nicht beheizt. Und da kam das hier ins Spiel. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Frauen natürlich alle lange Röcke hatten. Und wie gesagt, sowas hat man mitgenommen. Da ist in der Mitte, also hier innen drin, ist ein Blech quasi und ihr fahrt vorneweg mal eine Klappe dran. Und die haben zu Hause quasi ein kleines Gefäß gemacht, eine Schüssel, und haben aus ihrem Ofen glühende Holzkohlen oder glühende Kohlen genommen, die noch nicht komplett verbrannt waren, aber eben angefangen haben zu brennen, dass auch nicht keine Flammen mehr waren, sondern eben geglüht haben, und haben dieses Gefäß da reingeschoben, haben die Klappe zugemacht und sind so in die Kirche gegangen, haben das mitgenommen. Dann haben sie das unten hingestellt auf dem Boden, haben da ihre Füße drauf gemacht, wenn man sitzt, und haben dann ihren Rock quasi drüber gemacht. Klar, der war ja lang, der ging ja eh bis auf den Boden. Und deswegen hatten sie sozusagen ihre eigene Fußbodenheizung mit. So ein kleines Gerät. Ne? Hättet ihr jetzt vielleicht nicht gedacht, wie unsere Altvorderen sozusagen mit dem Problem der kalten Füße klargekommen sind. Aber vielleicht fandet ihr es ein bisschen spannend. Wenn ja, abonniert gerne meinen Kanal, da gibt es noch andere spannende Geschichten. Tschüss!